In der Münchner Schachakademie treffen sich vier Schachgrößen. Der Schachgroßmeister Stefan Kindermann, die österreichische Vizemeisterin Veronika Exler, der Schachgroßmeister und Bundesligaspieler Gerald Hertneck und der Initiator und passionierte Schachspieler Georg Schweiger. Es geht um eine Partie Schach. Aber was ist das? Also wir sitzen hier vor dem Schachbrett von Arnold Schönberg mit diesen von ihm erfundenen Schachfiguren. Und zwar genau eigentlich 100 Jahre nach dieser Erfindung. Das war so um 1922, eine bewegte Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo auf allen möglichen Gebieten Neues angedacht wurde in der Kunst, Malerei, Kandinsky, der Beginn des Abstrakten, weg vom traditionellen Realismus, genauso in der Musik. Er will halt die traditionelle Musik innovativ weiterentwickeln. Er hat überhaupt gerne was erfunden in diesen 20er Jahren. Und so kam er halt auf die Idee, auch das normale Schach müsse auch verändert werden, zumal unter dem Eindruck der unglaublichen Kriegsmaschinerie im Ersten Weltkrieg mit fürchterlichen Waffen. Arnold Schönberg, 1874 in Wien geboren, ist vor allem als Komponist und Erfinder der Zwölftonmusik bekannt. Diese spezielle Musikform hat sich zwar letztlich nicht durchgesetzt, aber viele Komponisten nutzten in der Folge die neu entdeckte Freiheit, Töne auf neue Art zu kombinieren. Und das Interessante ist, dass es nicht auf einem 8x8-Brett gespielt wird wie im klassischen Schach, sondern hier haben wir eben 10x10, damit vier Parteien überhaupt Platz haben. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass es eben zwei Großmächte und zwei Kleinmächte gibt. Aber dadurch, dass man eben Koalitionen bildet, ist es dann doch wiederum ganz, ganz spannend. Denn auf einmal sind dann die Kleinmächte auch sehr wichtig. Und das Besondere ist, sie haben eben ganz spezielle Figuren. Wir haben hier ja zum Beispiel den Flieger. Er kann so wie ein Springer ziehen, aber gleich im Doppelschritt. Er könnte zum Beispiel ersten Springerschritt und zweiten Springerschritt in nur einem einzigen Zug machen. Und wir haben drüben noch die U-Boote, die einerseits wie eine Dame, andererseits wie ein Springer ziehen können. Und das hat mich eigentlich fasziniert, dass die Kleinmächte da ganz schön viel mitspielen können. Bei den Schönberg-Figuren entspricht der König dem König im Schach, der Tank der Dame, die Kanone dem Turm, der Ingenieur dem Springer, der Radfahrer dem Läufer, der Schütze dem Bauern. Das Maschinengewehr kann ziehen wie ein Bauer oder König. Das Spiel kann beginnen, aber... Ich habe eigentlich noch gar keine Strategie bei diesem Spiel, obwohl ich es ja als einer der wenigen Menschen schon mal gespielt habe. Was die beste Strategie ist, ist mir noch ziemlich unklar. Aber ich könnte einen meiner Schützen zum Beispiel zwei Felder vorziehen. Gut, dann ist der Schwarze dran, die zweite Großmacht. Ich mache es mir einfach. Ziehe meinen Schützen hier ein Feld weit nach vorne. Ich habe ja hier meinen Radler und damit öffne ich hier eine Diagonale. Da könnte ich ja... Ja, da kannst du hinziehen, ja genau. Aber ich würde auch den angreifen. Ja, genau. Ja, dann ziehe ich mal so. Zumindest sehe ich jetzt keine Gefahr. Also ich würde gleich mal meinen Flieger einsetzen und in den Angriff stürmen. Schach. Diese scheinbar nette Wienerin rechts neben mir hat meinen König soeben Schach gegeben. Ich muss außer der Reihe sofort das Schach bedienen. Normalerweise wäre Gelb dran. Und ich muss nach vorne ziehen, um aus dem Schach zu gehen. Ja, und damit vor allem gemäß den speziellen Schönberg-Regeln sind Veronika und ich eine Koalition eingegangen. Denn sie hat ja die andere Großmacht bedroht. Veronika, ah ja, stimmt. Wir sind, super. Wir sind jetzt zusammen. So, okay, damit sind wir zusammen. Richtig. Grün-schwarze Koalition. Immerhin sind die Fronten jetzt geklärt. Das macht natürlich die Überlegungen ein bisschen leichter. Ich riskiere es jetzt mal, den auch zwei nach vorne zu ziehen, und das macht hier den Radfahrer, also den Läufer frei. Schwarz muss aussetzen. Ja, nein, du bist schwarz. Dann komme ich mit Grün. Genau. Dann probiere ich einfach mal.
kann ich ja angreifen, oder? Okay, interessant. Darf ich noch anmerken, Stefan, dass du den hättest schlagen können, weil ich muss da aussetzen. Stimmt. Ah, stimmt. Aber Stefan, ich gebe dir noch eine zweite Chance, okay? Mhm. Denn ich setze Schach mit dem zweiten Flieger. Gottes Willen. Ich bin sehr offensiv unterwegs. Ist das nicht schon Schachmatt? Nee, oder? Nee, jetzt mache ich das ganz anders. Stimmt, er darf Figuren tauschen. Ja, genau. Sonst wäre es schon matt geworden. Also das war jetzt wieder wie ein Zug. Diese Flieger sind teuflisch. Ich riskiere es jetzt mal. Mhm. Jetzt bin ich dran. Genau. Wie schnell kommen die Flieger jetzt darüber zu deinem König? Gottes Willen, was wollen die jetzt? Aber noch einer doch nichts. Ich könnte sowohl den nehmen, als auch mit dem Untersiebenrot bei den Schützen, ohne dass ich was verliere. Nee, also ich Stell und vergeht, Material bleibt. Ich habe hier was gewonnen. Okay, jetzt kommt meine nächste Fliegerattacke. Und zwar, er kommt. Schach. Ja. Die spielt nur mit ihren Fliegern. Ich habe nicht verloren. Okay, ich riskiere es jetzt mal. Also ich bin da praktisch zu viel dran. Lutsch. Hauptsache mal, was ist Maschinengewehr geschlagen. Kann ich ihm ja, das war leichtsinnig. Erschweren, dass er seinen wieder wegkriegt, indem ich das Maschinengewehr ins Wort ziehe? Es ist nämlich eine Drohung in der Stellung gewesen. Ah, ja. Da war hier ein Schachfeld. Hier war das ja. Ja, ich glaube, das Beste ist eh, wenn ich mich einfach annähere. Ja, aber ich habe kein anderes Feld, wie ich mich annähern kann. Die sind alle gedeckt sonst. Also, ich gehe hier hin, was soll's. Dame greift den hier an, aber und sie greift den hier an. Was soll's, wir gehen jetzt lieber trotzdem auf den König los. Ich kann dann auch reinspielen. Ja, genau. Genau. Mhm. Genau, das ist ein Zug. Nee, ist matt. Nee. Ich nee, aber du musst mal hier mit deinem U-Boot zu meiner Verteidigung. Ja. Also hier werde ich nicht geschlagen. Ja. Das ist tatsächlich der beste Zug. Okay, ich werde mal deine Dame entsorgen, weil die sind mir ein bisschen zu stark. Also ich entsorge mal diese Dame hier. Mhm. Tschüss. Das ist ein sehr doch keine Dame, sondern ein U-Boot. Das Feld ist jetzt gerade noch bedeckt. Ach, das hätte ich noch verhindern können. Mhm. Oh Gott, das ist ich glaube. Weil sonst bin ich am Mann. Mhm. Ja, den nehme ich. Mhm. Und was, oder? Ich will das U-Boot schlagen. Naja, sonst wäre es ja sinnlos gewesen. Nee, das ist immer ein Plan. Mhm. Ah, und dann decke ich sogar deinen Turm. Ja, genau. Genau. Aber außerdem ist da, glaube ich, Schachmatt, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist Schachmatt. Ich denke auch. Ein ersticktes Matt. Ein Flieger ersticktes Matt. Ein sehr schönes Matt. Das ist ja unglaublich. Jetzt sind halt die Flieger übermäßig stark. Ja. Also, letztlich habe ich mit meinem ersten Zug die Partie weggestellt. Aber ich glaube, ich muss dem ersten Zug gleich den da vorziehen, damit der Flieger nicht hier erscheint. Die U-Boote sind ja viel schlechter in der Wirkung, weil sie von den eigenen Steinen blockiert werden. Aber meine Flieger waren überwältigend. Es ist ja traurig, wie die Flieger meine zwei U-Boote erledigen. Aber ich hätte einmal ohne Gefahr hier wirklich den Schützen schlagen können und dann auch gleich die Flieger angegriffen. Das war mein entscheidender Fehler. Die Vorbereitung schon ganz am Anfang in der Aufstellung, nämlich hier diese Kanone frei zu machen, natürlich auch eine kleine Rolle gespielt. Das hätte man zum Beispiel genauso beantworten können und schon bedrohen sich die Kanonen gegenseitig und sind aber beide gedeckt. Du meinst, das ist ein Gleichgewicht des Schreckens dann hergestellt? Ja, das ist ja unheimlich kriegerisch. Ja. Überfallene Länder sind ja zunächst in einer wahnsinnig schwierigen Situation, wenn ein Aggressor kommt, wie jetzt sage ich Russland, und die haben halt nur wenig Waffen und nicht die passenden zur Gegenwehr. Also es ist unheimlich realistisch eigentlich. Gerade derzeit mag Schönbergs Schach auf uns verstörend wirken. Sein. Denkt man doch unweigerlich an den aktuellen, brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber wir sollten bedenken, dass Schönberg noch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs stand und das alte, sehr stilisierte Kampfspiel Schach der leider brutalen Realität anpassen wollte. Ich denke auch grundsätzlich bei dem Spiel, dass die Flieger in der Form jetzt überproportional stark sind. Also ob es denn möglich ist, die richtig einzugrenzen oder ob man da die Regeln überarbeiten müsste. Im normalen Schach hatten die Spieler ja auch nicht gleich die klare Strategie.
sondern das hat ja Jahrhunderte gedauert. In der Renaissance also hat es ja auch eine Wiedergeburt der ursprünglich indischen Schachregeln gegeben und auch da war es so, dass eben das Schach damals dem modernen, dynamischeren Zeitgeist angepasst wurde und zum Beispiel eben aus der schwächsten Figur auf dem Schachbrett wurde auf einmal die absolute Powerfigur, die Schachdame, die Königin und das war bestimmt damals auch eine unglaubliche Umwälzung. Aber vielleicht schaffen wir dann die neue Strategie für Schönberg-Schach. Naja, ein paar Regeländerungen und schon funktioniert es wieder. Und da gibt es ja eine interessante Geschichte. Schönberg kannte ja Emanuel Lasker, hat ihn in Berlin besucht. Da hat er ihm das nicht gezeigt. Und Emanuel Lasker war ja nun einer der legendärsten Schachweltmeister überhaupt. Der einzige Deutsche, der Weltmeister wurde. Und da haben ihn Leute gefragt, ja, warum hast du das Lasker nicht gezeigt? Und hat er gesagt, für Lasker wäre das wohl so schlimm gewesen, wie für mich eine Komposition von Lasker. Das heißt, da ist schon ein gewisser Zweifel dahinter. Ja, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ja, ist interessant. Und vielleicht finden sich weitere mutige Probanden, ja, die das weiter vorantreiben. Und es lieber eine neue Internetplattform gründen mit schönbergchess.com, dass sie so online vorantreiben. Mit Vorschlägen, ja. Ja. Das könnte eine riesige Community ergeben. Hätten Sie vielleicht Lust, an der Weiterentwicklung des Schönberg-Schachs mitzuwirken?